Liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, ich kann euch noch mal etwas sagen zu zwei Stärken der Gegner, auf die ich bisher noch nicht so sehr eingegangen bin. Einmal hier die Spezialeinheit Varu. Die hat die Fähigkeit, angrenzende feindliche Einheiten um 5 zu schwächen. Und was wir auch noch haben, ist der große Admiral. Und der bufft halt die, die Einheiten. Der gibt einmal plus 5 Kampfstärke. Aber erhöht auch die Fortbewegung um 1. Und zwar kriegen alle Einheiten, die maximal 2 Felder entfernt sind, diesen Buff. Warum die Gegner hier dermaßen krasse Fortbewegungspunkte haben, also hier zum Beispiel der Ambruchschütze 5 Fortbewegungspunkte, das weiß ich allerdings nicht. Also den einen, dass die von 2 auf 3, habe ich ja gesagt, durch den General. Aber die Innen haben dann noch irgendwelche anderen passiven Effekte, die ihnen noch zusätzliche Fortbewegung geben. Religion könnten wir einmal überprüfen. Also durch die Religion nicht. Vielleicht irgendein Weltwunder. Ansonsten ist mir das unerklärlich. So, wir werden jetzt weitermachen. Ja. Könnten den Landsknecht noch bewegen. Aber leider können wir den General nicht verscheuchen. Da einbewegen, bringt das was? Leicht. Der Krieger opfert sich. Okay, das war genauso gewollt, dass er uns dort eine Runde Puffer verschafft. Handelsweg geplündert. Ah, okay, Hilfsanforderungen. Wir haben keine Belohnung verdient. Ja, gut. Das ist natürlich jetzt... Wir haben 0 Punkte, aber wir sind die Einzigen. Hätte man eigentlich von ausgehen können, dass wir trotzdem Erster sind und auch zu den ersten 25% gehören. Tja. Das hätte man vorher wissen müssen. 2 Diplomatie-Siegpunkte nicht bekommen und 100 diplomatische Gunst. Eieiei, Leute. So, der Armbrustschütze. Haben wir den jetzt hier in die Falle gelockt? Da kann jetzt die Stadt drauf schießen. Eine Sekunde. Okay, weiter geht's. Ja, oben haben wir den Krieger verloren. Aber dadurch halt, wie gesagt, eine Runde gewonnen. Sonst wäre der Musketenpikenier bereits hier. Dann haben wir... Ja, Handelsweg wurde geplündert. Das ist natürlich echt mies. Das ist natürlich echt mies, ja. Der Landsknecht... Na, wir müssen erstmal hier den Bogenschützen in Sicherheit bringen. Die Stadt kann eben noch schießen. Oder erstmal hier einen kleinen Erfolg erringen. Und den Tribok rausnehmen. Schauen einmal, ob die Stadt... Ah, wir müssen beide drauf schießen, okay. Aber dann haben wir den Tribok schon mal rausgenommen.
Sehr gut. Ein Hoffnungsschimmer. Der große Admiral ist jetzt hier geschützt. Landsknecht. Er verliert gerade 5 Kampfstärke durch den Varu. Gehen einmal. Moment. Keine Garnison. Bogenschütze hier rein. Bogenschütze könnte angreifen. Ist halt schon lächerlich schwach eigentlich. Aber okay, besser als nichts. Dann haben wir die Stadt selbst. So. Ah, Musketenpick in der vier Fortbewegungspunkte. Das ist echt. Echt übel. Mit den Fortbewegungspunkten. Ja gut, wir gehen mit dem Landsknecht nach hier unten. Könnten jetzt noch angreifen. Macht das Sinn? Könnte halt angegriffen werden von Armbrustschützen, Varu und der Musketenpicken, ja. Dann würden wir ordentlich Zeit gewinnen. Und ich glaube, er müsste mit allen dreien angreifen, um den rauszubekommen. Sagen wir mal Chancen. Dann haben wir hier den Krieger, der muss natürlich weg. Der muss natürlich weg. Er geht einmal nach dort hinten. Ich finde das sehr schwierig hier mit den erhöhten Bewegungspunkten der Gegner. Also im Prinzip haben ja alle Einheiten 2 Bewegungspunkte mehr. Hier bei Musketenpekinier verstehe ich es nicht. Da hätte ich jetzt 5 erwartet. Die plus 2 und dann noch durch den General. So, ja, der muss weg. Das ist echt bitter, ja. Ah. Na gut. Es gibt sehr ehrliche Menschen, die glauben, erst dann ein Schnäppchen gemacht zu haben, wenn sie einen Händler betrogen haben. So, wir können jetzt einen Gouverneur befördern. Oder halt einen neuen Gouverneur ernennen. Der Landsknecht hat überlebt, das ist cool. Ich glaube, der Varu, der hat einfach nur hier gestanden und geheilt. So. Wir könnten Armani ernennen, hier reinstellen, dann wären wir wahrscheinlich in 5 Runden. Och nö. Wir bekommen einen Gesandten. In der nächsten Runde.
Indien ist hier halt wieder so zerren. Eigentlich hatte ich vorgehabt, Victor zu befördern. Verteidigende Einheiten im Gebiet der Stadt erhalten plus 5 Kampfstärke. Haben wir halt jetzt gerade gar keiner. Muss man Armani noch einmal befördern, damit sie einem, ich glaube nicht, man kann sie sofort zum Stadtstaat schicken, genau, und kriegt 2 Gesandte. Dann machen wir das. Einmal nach Akkad. Nein. Okay, aber in einer Runde können wir den Krieg beenden mit dem Stadtstaat und dann können wir sie hinschicken. Eieiei, Leute. Indien hat Mahabodhi-Tempel abgeschlossen. Und da bekommt Indien irgendwann nochmal 4 Mönchskrieger. Zwei Diplomatie-Siegpunkte und 2 Apostel. Ja. Der Landsknecht kann da untergebracht werden in der Stadt. Das sollten wir tun. Der ist wertvoll. Krieger. Mal dahin. Bevor wir jetzt hier irgendwie angreifen, müssen wir uns Gedanken machen über unsere Politikkarten. Vielleicht erst angreifen. Weil jetzt haben wir ja noch die Karte drin, dass die Stadt Fernkampfangriffe plus 5 Stärke haben. Und dann ändern. Dass wir günstiger upgraden können. Hier die Bogenschützen zu Armbrustschützen. Göttliches Recht, da hätten wir dann viel mehr Karten, also die wir aktivieren können. Das machen wir. Dauert aber 10 Runden. Dauert aber 10 Runden. Dann jetzt mit den Städten angreifen. Mit den 2. Hier auf den Armbrustschützen. Können auch den Musketenpicken hier angreifen. Und wir werden den Armbrustschützen rausnehmen. Bitte. Eieieiei. Das müsste ein TP sein. So. Dann haben wir hier die Stadt noch.
Da greifen wir den Varo an. Tja. Wir können den in der Runde befördern. Oder wir greifen jetzt einfach nochmal, also aufwerten, meine ich, zum Armorschützen. Oder wir greifen einfach mit ihm einmal an, dann können wir ihn in der nächsten Runde befördern. Und werten vielleicht hier und da mal einen Bogenschützen auf. Und ziehen den dann auch hier rüber. Aber warum haben die so viele Bewegungspunkte? Das macht das Strategische, das Taktische halt echt schwierig. Ja komm, greif hier einmal an. Förderung verfügbar. Dann haben wir hier den einen Krieger. Er kann ruhig stehen bleiben. Dann haben wir hier die Möglichkeit zu sagen, Regierung ändern. Ist das nicht noch viel besser hier, Agoge? Dass wir die Armbrustschützen halt noch viel schneller kriegen. Ist besser. Das ist besser. Gold. Unsere Handelswege wurden jetzt geplündert. Das heißt, wir haben aktuell nur 2 Handelswege. Kriegen nur 4 Gold pro Runde dadurch. Besser, jede Stadt hat plus eine Produktion. Ja, machen wir es so. Dann machen wir es so. Und bestätigen. Ja, den Bogenschützen auch noch runterziehen. Das ist halt auch wieder so ein Armbrustschütze mit 4 Bewegungspunkten. 1, 2, 3. Über den Hügel kann er nicht drüber schießen. Also hier wären wir noch sicher. Na komm, geh einmal dahin. Wird jetzt hier die Agoge schon berücksichtigt? Bin mir nicht sicher. Also, das sind 17. Armbrustschützen kosten 50% weniger, das ist ja schon berücksichtigt. Ich schwimme eine Runde weiter, ich glaube. Oder hier 11. Nee, das passt nicht. Agoge ist noch nicht mit einkalkuliert. Also die
Armbrustschützen werden schneller gebaut. Ja, bau die Stadtmauer. Bau die Stadtmauer. Oha, Leute. Ich kann mir keine Bedingungen vorstellen, aufgrund derer ein Schiff sinken sollte. Moderner Schiffsbau weiß das mittlerweile zu verhindern. Ei, 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 ei. Die bauen nicht nach. Die bauen nicht nach. Nein. Au. Den hat er auch noch einen Gesandten geschickt. Ach Leute, ich habe meinen Fehler. Habe ich schon zum zweiten Mal jetzt gemacht. wir werden halt nicht so Suzerän, aber wir nehmen den Suzerän-Status weg. Und jetzt können wir Armani hin schicken. Ist ja viel zu krass, Leute. Das ist leider viel zu heftig. Die Runden Frieden schließen. Ja, verdammt. Ja, vielleicht die Krieger einfach abschenken. Krieger abschenken als Puffer.
Ja, kann sein. Ich überlege auch gerade, wie wir das Let's Play dann fortsetzen. Dass wir einfach, ich meine, es ist ja auch super spannend, versuchen, das noch hinzukriegen. Dass wir auch gemeinsam dann mehrere Folgen damit verbringen, versuchen, das hier zu halten. Also, dass wir ein Savegame laden von vor 5 Runden oder so und dann schauen, dass das irgendwie klappt. So, ich überlege gerade, den Krieger abzuschenken. Der muss halt sterben. Und dann könnten wir mit dem Bogenschützen, hier ist ja eine Straße, sollte eigentlich möglich sein, ein Feld nach vorne zu gehen. Und dann vielleicht können wir den Baru rausnehmen. Ich fürchte halt, dass die drei hier alleine schon die Stadt einnehmen können. Okay, der Krieger hat sogar überlebt. Ja, hier können wir jetzt nicht angreifen. Ah, Mist, 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 Leute. Den Schwerkampf habe ich die ganze Zeit da unten gelassen. Aus Angst vor Russland. Er geht auf die Stadt. Ah, ist so krass, so krass, so krass. Da ist unsere Hauptstadt gefallen. Unruheschiff hat Probleme. wir haben auch keine Chance, die Stadt zurückzuerobern, glaube ich. Haben wir eine Chance, die Stadt zurückzuerobern? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da keine Chance haben. Jetzt kommen die Barbaren auch noch. Moment mal kurz. Tyros Loyalität minus 5. Minus 7. Minus 10. Minus 8. Und wir kriegen ja ein goldenes Zeitalter. In 5 Runden.
Ja, mal schauen, vielleicht helfen uns ja andere. Oh je, Leute. Oh je, Leute. Ich glaube, nicht schaffbar. Wir werden mal bei der nächsten Folge noch ein, zwei Runden hier spielen mit dem Spielstand und dann ja, vielleicht mal einen größeren Schritt nochmal zurückgehen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.